Okay, der hat hier den neuen Scream-Spieler, krass. Ob du rein kommen kannst, nicht verstanden. Ja, Bernhard. Nein, 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 das ist alles frei gewesen. Geh bitte drauf, geh. Nein, ey, guck mal, ey, willst mich verarschen, Alter? Zweiter Schuss direkt drin, oder was? Mann, Alter, ey, selber schuld, das ist meine eigene Schuld. Ich hab so viele Chancen gehabt und ich mach die nicht rein. Ich geb niemanden Schuld, ich bin selber schuldiger. Weiß nicht mehr, guck mal, wer gegen Real spielt am Dienstag. Let's go! Mertens, das war stark. Jetzt Bernhard! Let's go, Mann. Guter Abschluss. Guter Abschluss, Bernhard, Mann. Das war gut abgeschlossen von Bernhard. Let's go, Allen. Starker Abschluss. Ich sag euch, Allen, Geheimtipp von mir. Geheimtipp, dieser Typ. Der ist so stark als ZDM-Spieler. Der kann schießen, der kann sich bewegen. Der kann verteidigen. Allens starke Karte, Mann. Kuss geht raus. Ich lese auch gleich die Loots vor und sorry, ich habe die Donation jetzt vergessen vorzulesen. Stark, Bernhard, come on! Stark gemacht von Bernhard, Digga. Oh, wer da reingegangen, Jungs, Alter. Wer da reingegangen. Das war jetzt kein geiles Finale, Jungs. Das ist einfach gequittet. Ja, was soll ich machen, Jungs? Das ist einfach gequittet, kein Bock mehr gehabt. Irgendwie. Ja, moin, Jungs. Keine Ahnung. Ja, nehmen wir mit, Jungs. Gold 1, GG, Jungs. EA Sports, Delays in the Game. Jo, was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Tut mir leid, wie gesagt, das Licht ist immer noch nicht repariert. Video wird aber trotzdem von OneFootball unterstützt und ja, ich bin schon ein bisschen kaputt, wie ihr seht. Nicht die beste Quali, wie gesagt, tut mir leid, ne? Kann ich erst ändern, bin die Läden aufhaben. Ja, ihr habt es, glaube ich, schon im Intro gesehen. Da habe ich euch die letzten Spiele gezeigt. Ich denke, ich werde das Video so ungefähr aufbauen. Da habt ihr gesehen, ich habe Gold 1 geholt. Das ist in Ordnung für mich, wirklich in Ordnung. Wir haben zwei Spiele offen. Kann ich vielleicht gleich noch verschenken, wenn ich noch die Kraft dazu habe. Ist okay. Ja. Dafür, dass wir halt am Samstag wirklich schlecht gespielt haben und 14-6 reingestartet sind, war heute sogar vieles möglich, Jungs. Es war wirklich vieles möglich. Die Niederlagen, die ich hatte am Sonntag, waren vermeidbar. Ich war meiner Meinung nach der leicht bessere Spieler. Ich habe nur meine Chancen nicht genutzt und der Gegner hatte die Chancen genutzt. Ja, da habe ich ein Spiel zum Beispiel verloren. Da hatte ich irgendwie, ich glaube, 7 Chancen, der Gegner 3 Chancen und ich verliere 2-1, weil ich meine Chancen nicht nutze und der Gegner macht die rein. Und ja, wir haben Bernhard uns jetzt noch gegönnt. Ein Upgrade zu Douglas Costa. Momentan noch auf 7 Chemie, bei 10 Spielen springt er auf 8 Chemie. Gucken wir mal, ob wir ihn noch behalten. Hat mir im Großen und Ganzen gut gefallen. Ich habe ein bisschen mehr erwartet, aber eigentlich ist er wirklich ein solider Spieler. Die einzige Schwachstelle ist vielleicht sogar echt sein Pace. Ich spiele ihn halt über Außen, also LM ist er und ich habe vorher da keinen Hunter-Karte drauf gehabt, sondern nur eine Karte, die sein Schießen und Passen boostet. Und das wird auch auf Footman empfohlen. Aber ich empfehle euch vielleicht, wenn ihr den auf dem Flügel spielt, vielleicht ja eine Hunter-Karte so geben. Und wenn er auf Full Cam ist, dann wird es sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen ja, schneller anfühlen. Ansonsten werden wir mal gucken, was wir diese Woche noch ja ertrainen können. Was wir vielleicht noch an Picklack uns ja hier an Coins reinholen können. Was wir noch upgraden können. Ich würde echt gerne Insigne upgraden. Meiner Meinung nach die momentane Schwachstelle im Team. Ja, schauen wir mal, was noch so geht. Und ja, wo habe ich denn jetzt die ganzen Münzen herbekommen? Wenn ihr jetzt guckt, ich habe jetzt die 3 Millionen Marke noch mehr ja, nach oben geschossen. Ich habe jetzt 3,231 Millionen. Wie gesagt, dadurch konnte ich mir Bernhard leisten. Und wie ist das entstanden? Ich habe wirklich viel gesniped, Jungs, ja. The Real Pains hat mich da ein bisschen so da hingelockt. Ihr seht hier ein paar Beispiele, zum Beispiel Goretzka. Und meistens mache ich mit denen so 300 Münzen Profit. Aber es gibt ab und zu Spieler, die gehen dann für ein bisschen mehr wegen Cam-Style, weil ich es günstiger gesniped habe oder weil er auf einer anderen Position ist. Und dann könnt ihr ihn natürlich ein bisschen günstiger setzen und der ist auch trotzdem teurer als die ganzen anderen Karten. Und ich habe auch angefangen, meine Verträge zu verkaufen, die Non-Rare-Verträge. Gehen für 200 Münzen, die Rare-Karten, also die Rare-Verträge gehen für 500 Münzen sogar. Und dann bin ich irgendwie irgendwann auf diesen Matuidi-Trip gekommen. Und hab dann ultras viele von den ganzen gesniped und hab dadurch halt wirklich, glaube ich,
200, 300.000 Münzen gemacht? Ich bin mir nicht sicher. Also alle zusammen hier haben wir bestimmt 300, 400k gemacht mit allen Methoden. Zum Beispiel hier diese SBC-Spieler, die ihr seht, die habe ich mir mal irgendwann geholt. Und wenn ein SBC rauskommt, dann stelle ich die rein und die gehen meistens echt gut weg. Und ja, hier seht ihr noch mal ein paar Beispiele. Hier, ja, die ganzen Verträge habe ich dann weggehauen für 500 Münzen. Ich weiß nicht, ob die noch für 500 Münzen gehen. Ansonsten, Jungs, ja, haut die wirklich weg. Ich glaube, die werden irgendwann nicht mehr für 500 Münzen gehen. Ich habe noch 100 Team-Fitness-Karten, die werde ich auch versuchen, bald, ja, für 1300 wegzuhauen. Die sollen dann langsam steigen. Das ist ein Beispiel, zum Beispiel. Mittelstürmer und Anchor drauf. Ja, ich habe ihn noch für 15.750 gesniped, habe ihn dann für 22.750 verkauft. 7k, noch die Steuern abziehen, sind wir bei 6k. Das ist schon nice, Jungs. Und das habe ich oft gehabt bei Matuidi. Da sehen wir hier auch nochmal. Ich habe ganz, ganz viele hier nochmal. Die habe ich verkauft. Ansonsten seht ihr, die ganzen Matuidis gehen hier krank weg. Zum Beispiel, das war, glaube ich, eine Stürmerkarte mit Shadow drauf. Dann konnte ich ihn 5k teurer als die normale Karte verkaufen, was wirklich krank ist. Und ja, viele habe ich auch echt günstig bekommen. Und dadurch habe ich echt viele Münzen gemacht. Und das ist alles, ja, auf der Konsole, ne? Das ist nicht hier Web-App oder sowas. Alles auf der Konsole, easy peasy. Aber wie gesagt, macht mir das jetzt nicht nach und holt euch irgendwie Matuidis oder so. Sondern sucht euren eigenen Spieler. Es klappt auch nicht immer mit Matuidi. Ihr müsst da immer mal switchen. Und ja, Team-Fitness-Karten versuche ich jetzt nach und nach für 1,3 zu verkaufen. Habe ich ja, wie gesagt, 100 Stück im Verein. Dann würde ich sagen, ja, genug Geschnack. Wir machen noch ein paar Packs auf, ein paar SBCs. Da haben wir noch die ganzen Halloween-SBCs haben wir noch. Draculas Army, werde ich jetzt nicht erklären. Ich denke, die meisten von euch haben die wahrscheinlich eh schon gemacht. Da muss ich jetzt nicht was Krasses erklären. Ansonsten, ja, stoppt das Video. Dann seht ihr ungefähr das Konzept, wie ich das gebaut habe. Es ist ja nichts Schwieriges dabei. Kriegen wir mal auf jeden Fall coole Packs. Ich hoffe auf eine teure Karte oder auf einen Workout heute mal. Ja? Wir haben lange auf RTG-Account nichts mehr bekommen. Ja, auch hier ganz easy. Kriegen, glaube ich, ein 25k-Pack für Bronze-Spieler. Auch nice. Und da haben wir die letzte SBC, die heute rauskam, der fliegende Holländer. Die, ja, das hauen wir auch weg. Rechte Seite Bronzespieler, linke Seite sind da, glaube ich, fast nur untauschbare Goldspieler. Gehen dann um ein Prime gemischten Spielerset oder Prime Electrum Spielerset, was auch sehr, sehr nice ist. Ansonsten, ja, die ganzen, ja, Spieler-SBCs werde ich mir nicht mitholen. Dann haben wir aber noch mehr Packs. Squad Battles, Elite 3 sollte ich erreicht haben. Habe ich nochmal gespielt, geschwitzt. Elite 1 habe ich einfach keine Lust und auch keine Kraft. Ich denke, Megapack und 2 Premium-Goldspieler-Packs sind in Ordnung. Und, Jungs, es ist immer noch nicht vorbei. Wir haben noch hier ein Premium-Goldpack von der Jekko SBC. Da muss man, glaube ich, die ganzen, wie heißt es, ganzen Squad-Battle-Spiele machen. Ob ich ihn fertig mache, schaue ich mal. Da haben wir noch ein Premium-Goldspieler-Pack durch 50 für Champions-Siege. Jungs, also wir hatten nochmal ein krasses Pack-Opening am Ende. Macht euch da ready. Und dann haben wir nochmal ein Megapack untauschbar. Also ganz, ganz gute Packs eigentlich nochmal zum Schluss, Jungs. Ich hoffe, da kommt auch was. Das tut mir leid, ich sehe es jetzt gerade in der Kamera. Es ist nicht die beste Quali. Ich hoffe, es ist trotzdem in Ordnung. 11 Packs haben wir. Dann würde ich sagen, fangen wir mit einem Premium-Gold-Pack an. Oh, ich muss noch um was kümmern. Was denn? Was habe ich denn noch? Okay. Ja, keine Ahnung. Den habe ich ja anscheinend. Das ist auch dieser Bug, ne? Wo ein Spieler kauft. Das wird dir gar nicht angezeigt, ob du es im Verein hast. Keine Ahnung, Digga. Und dann kaufe ich ihn doppelt. Zum Glück war es nur ein Bronzespieler und ja, hier kriegen wir einen Non-Wear-Spieler, eine Nasri, die Legende. So, Freunde, wir haben 4 Premium-Goldspieler-Packs. Wir haben noch hier ein 2-Selten-Goldspieler-Pack. Habe ich, glaube ich, irgendwie 2, 3 Goldspieler untauschbar gehabt. Da habe ich mir eins gemacht. Vielleicht werde ich belohnt hier mit einem, ja, Workout, dachte ich. Nee, das wird kein Workout, kein Durchläufer. Es wird ein, oh, One Punch Man. So, wir haben jetzt nochmal hinten ein Prime-gemischten Spielerset. 4 Gold, 4 Silber, 4 Bronze, 6 Selten. Ja, leider kein Stadiumspieler, sondern es ist, ja, der gute Gabriel. So, Freunde, gehen wir weiter zum Prime Electrum Spieler Set. 6 Gold, 6 Silber, 6 Selten. Ach Mann, Alter, was ist denn mit diesem Account, Jungs? Was ist denn mit dem Account? Gib doch ein bisschen Hoffnung. Hoffnung wünsche ich mir doch nur. Dann geht's weiter hier mit einem seltenen Goldpack. 12 Goldobjekte, alles selten. Yeah, please, gib mir Hoffnung. Ja, gib mir Hoffnung. Ah, okay, es geht wenigstens durch. Kann immer noch was Gutes kommen. Ah, okay. Birki vielleicht wenigstens. Ah, Sommer. Nie ist es Birki, Jungs. Immer ist es Sommer. Vielleicht was dahinter. Auf Ehre. So, ja, ja, ja. So, 6 Packs haben wir noch. Ich würde sagen, wir fangen mit 2 Premium-Goldspieler-Packs an. Gehen zu den 2 Megasets und dann die letzten 2 Premium-Goldspieler-Sets werden noch aufgemacht.
Wir haben gestern schon auf meinem Pay-to-Win-Account gesehen, die 25k-Packs sind nicht wirklich nice. Ich bin zufrieden, wenn wir irgendwie einen Spieler für 10-20k bekommen, da wäre ich echt schon zufrieden. Wir kriegen gute Spieler, die wahrscheinlich für was gehen, Marcel und so. Das sind echt gute Spieler. Schickt die mir auf jeden Fall alle mal auf die Transferliste. Könnten ja alle was wert sein. Komm, EA. Ah, man. Come on. Das ist halt nichts, ne? Da kann ja auch nichts kommen dann. Außer den Panacken, Alter. Dann kommen wir zu den 2 Megapacks. Komm, EA. EA Sports, ich bitte dich. So viel Squad Battle, so viel SBCs. Gib mir Hoffnung. Walkout, bitte, bitte. Ja, come on. Endlich wieder ein Walkout. Oh mein Gott. Oh, Jungs. Oh, aber Bernardo Silva ist ja da was wert. Stellt euch mal vor, jetzt schon einen Ronaldo zu ziehen. Stellt euch mal jetzt vor, einen Ronaldo zu ziehen, Alter. Mein Herz ist kurz schneller geworden. Stellt euch das vor, Mann. Alter, das erstmal, diese Portugal-Flagge erstmal in den Thumbnail, Kapi. Aber Bernardo Silva ist, glaube ich, keine schlechte Karte. Sieht auf jeden Fall gut aus. Und Cheat Messi, vielleicht ist er noch was wert. Vielleicht ist er noch was wert. Okay, 17, 18k. Ronaldo wäre halt da ein bisschen mehr wert gewesen. Uff, das hat ja ein bisschen Hoffnung gegeben. Vielleicht auf mehr. Ich bin zufrieden. Das war ein Workout. Es war kein Cristiano Ronaldo. Es war aber ein Workout. Es war mir fast klar, wenn ich ehrlich bin. Aber ey, komm, back to back. Ah, schade, Mann. Egal, es kann immer noch was Gutes kommen. Oh, Fabinho, bitte. Fabinho nehme ich gerne mit. Let's go, Mann. Es ist schon, Alter, 4 Uhr nachts. Fuck. Egal, ist er noch was wert? Zeit bitte noch was wert, Fabinho. Der war doch mal auf jeden Fall teuer. Ich weiß nicht, ob der einer der Spieler ist, der krass gefallen ist. Aber jetzt läuft es auf einmal wieder. Jetzt läuft der Account wieder, Jungs. Jetzt läuft der Account wieder, Jungs. Ey, das sind 60k. Eben nochmal 20k. Das sind 80k, Jungs. Okay, wir werden auf jeden Fall die Tage wieder eine Teambesprechung-Video raushauen, weil müssen wir besprechen, was wir als nächstes upgraden. Jetzt läuft's doch wieder, Jungs. Nice, ich bin jetzt eigentlich schon zufrieden, aber noch ein Workout nehme ich gerne mit. Normalerweise ist es ja immer dieser Lukas Leva. Oh, nochmal Fabinho nehme ich mit. Kramaric oder was? Ah, oh, Mandzukic, okay. Wie gesagt, ich beschwere mich nicht, Jungs. Das ist stabil, das ist echt stabil, was jetzt rauskam. Fabinho, Alter, kann man sich echt nicht meckern. Dann würde ich sagen, das allerletzte Pack für dieses Video. Ich bin zufrieden, Jungs. Das Pack-Luck war diesmal einigermaßen da. Ronaldo wäre natürlich geiler gewesen als Bernardo Silva. Aber vielleicht jetzt? Ja, Mann. Komm. Mann, nee. Oh mein Gott, let's go. Let's go, Digga, Jungs. Let's go. Ich sehe so scheiße aus in der Kamera, ist mir egal, Jungs. Let's go! Ey, guck mal, wir hatten wochenlang kein Packluck. Was sagt man dazu? Immer weiter, Jungs. Immer weiter, dann kommt das Packluck auch wieder zurück. Let's go! Ey, jetzt kann ich mir schon überlegen, den zu spielen. Der passt sogar rein, Jungs. Ich muss überlegen, was sagt der, Jungs? Spielen oder verkaufen? Das müssen wir echt überlegen. Ich teste ihn auf jeden Fall, denke ich, aus. Und dann schauen wir mal, ob wir ihn verkaufen. Oh mein Gott, der ist untauschbar? Der ist sogar untauschbar. Wir müssen eigentlich spielen, Jungs. Der ist untauschbar. Das war aus dem Pack mit den 50 Foot Champions Siegen, war das. Digga, der ist ja 400 irgendwas 1000 wert, oder nicht, Jungs? 400.000, Jungs. Ich muss den jetzt sogar spielen. Ich denke, der ist auch besser als Bernard, oder? Was sagt ihr, Jungs? 4 Sterne. Gutes Pace, gutes Tripling, gut. Alter, ich muss den dann spielen. Ich spare hier mehr 400.000. Notfalls kann man ihn ja immer noch als Sub spielen. Schade, Mann. Ich habe jetzt ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass er tauschbar war. Dann hätten wir jetzt mal 400.000. Wäre vielleicht sogar Neymar drin gewesen. Hätten wir den jetzt verkaufen können. Aber ey, ich beschwere mich nicht, Jungs. 400k-Spieler haben oder nicht haben, Jungs. 400k-Spieler haben oder nicht haben. Das ist, ja, hier die Frage. Und das ist ja anders geil, Jungs. Mané, das können wir echt theoretisch diesen Bernard wieder verkaufen. Weil wenn Mané mir jetzt gefällt, haben wir nochmal 200k, frei, die wir woanders investieren können. Und wir haben ja, wie gesagt, noch Zeit bis zur nächsten Weekend League. Wir können traden, es kommt vielleicht noch Champions League Top-Partien, wo wir viel Coins machen können. Die Frage ist ja, wie bauen wir das? Da müssen wir echt jetzt hier ein bisschen umbauen. Da müssen wir wahrscheinlich hier vorne doch eine Premier League-Ecke bauen. Ich finde es ein bisschen schade um Allen. Ich finde, er ist mit einer der besten ZDM-Spieler, die ich je gespielt habe. No joke, Jungs. Der hat echt gut gespielt, Mann. Das tut mir ein bisschen weh, den rausholen zu müssen. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Aber, Alter, Mané,
Ist schon krass, Mann. Wir gucken mal, wie wir es machen. Vielleicht benutze ich ihn als auch Sub. Ich kann ja Insignia rausholen, ihn rein. Ich muss mal schauen. Wir werden auf jeden Fall bald nochmal ein Teambesprechung wieder raushauen müssen. Oh, Benjeda kann ich ja noch verkaufen. Hoffentlich gegen den Inform, dann wird er ein bisschen teurer noch. Und ja, Jungs, bin zufrieden. Heute wieder Packluck am Start gewesen. Und ja, für Champions bin ich auch zufrieden mit Gold 1. Dann würde ich sagen, schreibt mir in den Kommentarbereich. Hattet ihr vielleicht irgendwo Packluck aus den SBCs, aus den Squad Battle Rewards oder aus diesen, ja, keine Ahnung, Season Pass Rewards? Dann lasst mich das in den Kommentarbereich wissen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, wir sehen uns die Tage wieder. Kuss geht raus an den Support von euch in den letzten Wochen. Danke. Und ich bin raus. Bis dann. Ciao.